Hallöch meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Enigmatis 2, die Nebel von Ravenwood. Wir gehen jetzt mal weiter zum Waldweg. Okay, das war kein Illusionsobjekt, aber das hier. Okay, gleich entdeckt. Ob dieses Symbol eine Bedeutung hat? Die Figur hat ein Auge zu wenig. Zum Museumsplatz. Okay, der haut ab. Fangorn, der Vater des Waldes. Für was habe ich eigentlich die Leuchtfackel dabei? Snackbar. Wegen Renovierung geschlossen. Das war es dann wohl mit einem leckeren Frühstück. Da kriegst du eh nur einen Snack, aber wurscht. Oh, guck mal hier. The butterfly pendant. Becky was wearing it around her neck. My mom. She's gone. I'm scared. What's it doing under the snack bar door? Is Becky in there? But they all claimed not to have seen a thing. Habe ich einen Beweis? Nö, neuen Beweis habe ich nicht. Die Snackbar ist von innen verschlossen. Okay, dann müssen wir wohl erstmal weitergehen. Wie heißt es hier? Nochmal schnell zurück. Zum Museumsplatz, okay. Klauen wir erstmal hier einen Glasschneider. Ich sollte die Kiste nicht weiter untersuchen, oder der Kerl sieht mich noch. Good morning, ma'am. When the museum opens in a few minutes, you can go up and ride the gondola. Eine frische Ladung Souvenirs. Okay, mit dem Glasschneider können wir da gleich reingehen wahrscheinlich. Der einsame Mammutbaum. Immer noch geschlossen. Dann versuchen wir mal hier mit dem Glasschneider die Tür aufzumachen. Erstmal alles kaputt machen. So. In die Snackbar. Strange. How come it was locked from the inside if there's no other exit? Wetten, die ist hinterm Bär oder unterm Bär halt der Ausgang? Ist eigentlich logisch. Ist doch immer so. Eine alte Armbrust ohne Sehne. Okay, da bekommen wir einen Griff. Ist das hier noch? Nee, nix, oder? Nö. Und da bekommen wir einen Falltürmarke. Oh, da, was ist das da? Hat mich jemand durch das Fenster beobachtet? Oder bilde ich mir das nur ein? In der Mitte ist eine kreisrunde Aussparung. Das könnte ein Schlüsselloch sein. Da müssen wir wahrscheinlich das... Ja, Falltür. Da müssen wir das Ding reintun wahrscheinlich, aber... Nö. Ist niemand da? Nochmal ganz kurz gucken, ist hier irgendwas? Illusion mäßig unterwegs? Nö, ne? Sehe ich gerade nichts, dann gehen wir wieder zurück und dann bauen wir da mal rein. Was ist das Ding jetzt wieder? Oh, das erste Minispiel, da bin ich mal gespannt. Wenn du in einem Minispiel nicht weiterkommst, löse es vorzeitig auf, sobald die Löseschaltfläche verfügbar ist. Ziehe die Stifte über die Gleise, um die Flügel des Rabens zu entfalten. Beeinflusse die Zahnräder, damit sie einen Gleisabschnitt öffnen oder schließen. Beeinflusse die Zahnräder? Wie kann ich die Zahnräder... Ach so. Ich verstehe. So, dann ist da offen. Vielleicht das Ding mal da stehen. Dann bin ich da oben drin. Und dann drehe ich das Ding nochmal. So, genau. So. Okay. War das nicht richtig? Hä? Hä? Ach so. War nicht richtig drin. In den Keller hinab.
was that? At least I'm not hurt. Der sah mir irgendwie aus wie dieser Whitmarsh. Hier unten ist es stockdunkel. Ich brauche ein Licht. Was ist das denn hier wieder? Unten an der Falltür befinden sich ein seltsamer Schließmechanismus. Daraus fehlen zwei Teile. Mhm. Achso, ich habe hier Leuchtfackel dabei, stimmt. What is this place? Mit dem richtigen Werkzeug kann ich die verkohlte Kiste aufbrechen. An dieser Tafel sind Markierungen zu sehen, aber ich bin nicht nah genug, um genaueres zu erkennen. Und jetzt? Die Türwinde ist kaputt, ich muss sie einrasten. The pulley is damaged and won't lock into place. I'll have to find a way to lock it while the door is open. Mhm. Zum Seitenraum. Ich krieg auf jeden Fall ein Beil. Ich fühle mich im Dunkeln nicht wohl. Ich brauche mehr Licht. Die Lampe benötigt Brennstoff. Haben wir leider gerade nichts dabei. Okay, da fühlt sie sich nicht in der Dunkelheit wohl. Shh, don't shout. I need your help. And if you're down here, then you're in need of mine. We can't trust anyone out there. This place is not what it seems. Is there anything you'd like to ask me? Eine Hand wäscht die andere. Auszeichnung freigeschaltet. Wähle ein Thema aus, um etwas zu dieser spezifischen Sache zu fragen. Fragen über dich zum Gefangenen? Ein Fragezeichen zeigt ein neues Thema. Ich möchte draufklicken. So. Who are you? Why are you locked up down here? I came here to settle an old score. My friend came out on top. For the time being. You're here to find some missing people, aren't you? But like me, you found yourself in trouble instead. I will help you get out of here and assist you in your investigation. But in return, I need you to release me. Trust me, we share the same foe. Hilfe. How can we help each other? I know a bit about our enemy and this place. I will give you clues and tell you his story. I'll also give you a few small artifacts I managed to steal from him and keep hidden in my cell. In return, you'll release me. As you can see, my cell has quite a complex lock. The relief is the key. If I know my enemy, its pieces are scattered around the park, in the tunnels, trees, everywhere. Should you manage that, my assistance will turn from words to actions. Okay, schließen. Feuerzeug haben wir gefunden. Neue Aufgabe, der Gefangene. Is there anything you'd Nö. Like to ask me? Okay, wir brauchen also 1, 2 Reliefs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dem Gefangenen zufolge sollte die Vervollständigung des Reliefs die Zellentür öffnen. Aufgaben. Der Gefangene. Bei der Erkundung der Tunnel unterhalb des Parks stieß ich auf eine Zelle, in der jemand eingesperrt war. Seine Geschichte ist ein Rätsel. Ich weiß nicht einmal seinen Namen. Er bat mir als Gegenleistung für seine Freiheit Hilfe bei den Ermittlungen an. Wer ist das? Warum ist er hier eingesperrt? Da stimmt etwas nicht. Wer ist da? Soll ich ihm vertrauen? Brauchen wir wirklich 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Dinger brauchen wir. Das kann ja lustig werden. Ohne Brennstoff leuchtet sie nicht. Mhm. Ah ja, wir haben noch das Beil dabei. Bam.
Und ich habe noch eine Kohle. Holzkohle. Und Kerosin. Gut, dass die unendlich ist. Das finde ich sehr gut. So, Holzkohle rein oder? Nee, hier. Die Holzkohle ist bereits verbrannt. Sie wird nicht erneut brennen. Und dann machen wir noch Licht. So, hopp. Dann ist es ja schon heller, aber ich würde sagen, wir gucken uns dann in der nächsten Folge hier das ganze Zeug an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.